Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir heute das erste DLC von Resident Evil 8. Und zwar Shadow of Rose. Und wir schauen auch direkt rein. Hey Kay. Sorry, bin spät dran. Kein Ding. Ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein. Aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also du, dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Scheiße, ich... Keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Er will schon mit der befreundet sein. Ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Rose ist... Verzieh dich gefälligst, du Freak. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Ihre Hand hat sich was bewegt. Weg. Freak. Echt Abstoß. Bitte, hört auf! Ich
bin noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. Okay, damit fangen wir jetzt erstmal hier an. Wir spielen die Tochter von Ethan Winters. Und dann gucken wir uns erstmal hier um. Und wir haben, oder wir wissen auf jeden Fall, dass sie Kräfte hat. Was für Kräfte? I don't know. Ja, wir sind mal gespannt. Und wir sind jetzt hier in diesem Labor, wo wir vorhin auch schon waren, mit dem Typen. Aber ich glaube nicht, dass wir in derselben Welt sind. Aber wir gucken mal. Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Mygamycet die Erinnerung der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert, sie in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf unseren früheren Begegnungen mit dem Pilz wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Mygamycet kontaminiert sind, in einer Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Mygamycet-Affinität in der Lage sein sollten, das Netzwerk zu nutzen, um mit den Erinnerungen der Toten im Inneren des Mygamyceten in Verbindung zu treten. Diese Theorie sollte mithilfe von Mygamycet-Probe aus dem Labor überprüfbar sein, die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen in Verbindung mit dem Pilz steht. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unsere eigentlichen Probleme. Unsere Unternehmensgrundsätze untersagen es uns, Mygamycet-infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet, doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich, daran zu denken, wie viel die Menschheit von einer Konservierung und Katalogisierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnte. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja vielleicht sogar wiedererlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Ich glaube nicht. Und wenn das heißt hier vor 16 Jahren, wir wissen ja auch, vor 16 Jahren ist das Ganze hier mit Rose passiert. Und es ist jetzt 16 Jahre später. Und wir sind ja auch jemand, der mit dem Mygamyceten in Kontakt getreten waren, glaube ich. Das sieht nicht mehr nach dem Labor aus, wie wir es betreten haben. Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal, was uns hier in den Katakomben erwartet. I don't know. Maybe wir sehen gleich mehr oder vielleicht auch nicht. Können wir sprinten? Nee, können wir nicht. Da ist Blut. There is blood. So, das ist die große Frage. Wollen wir das da erkunden oder wollen wir uns erstmal hier umsehen? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier vorne um, ob wir hier was Schönes finden. Oh Gott, hier ist überall Blut. Okay, wir gehen den Blutspuren hinterher. Und ein geiles Klo. Okay, aber hier ist nothing at all. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Muss an diesen Kristall kommen. Was denn für ein Kristall jetzt auf einmal schon wieder? Der Kristall von Miranda oder was? Den haben wir doch mit Ethan Winters kaputt gemacht. Glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Okay. Labyrinth. Okay, hier sind noch mehr Blutspuren. Hier ist ein Blutspur. Voll eklig. Erschreck mich nicht so, Alter. Ja, weiß ich nicht. Wir gucken mal woanders. Ich würde gerne sprinten, Freunde. Gibt's eine Möglichkeit? So ein bisschen? Was ist das denn? Ein Schuh. Dann machen wir nicht so einen Schuh hier. Okay. Also jemand hat seinen Schuh verloren. Weil ohne Schuhe kann man schneller laufen. I don't know. Oder... Ja, ich weiß nicht, warum man einen Schuh da lassen sollte. Okay. Okay. Lass mich raus. Was? Ehrlich gesagt, warum sollte ich dich rauslassen? Ist da jemand?
gefährlich hier. Ja? Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Nein. Warum den Zellenschlüssel finden? Genau. Warum sollten wir jetzt den Zellenschlüssel finden? Ich würde sagen, no. No, no, no. Vor allen Dingen, wundert sie sich gar nicht, wo wir jetzt eigentlich explizit sind? Also, ist das jetzt ihr völlig egal? Dass wir hier in solchen Katakomben hier gerade rumrennen? Obwohl wir gerade noch in einem Labor waren? Ja, ich weiß nicht. Also, ob wir jetzt hier einen Schlüssel finden, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht können wir ja den Haken nehmen als Verteidigung? Nein. Sie wollte ihn nur aufhören, dass er schwingt. Und ich weiß nicht warum. Rose. Ja, das ist... Okay. Da steht mein Name. Mhm. Schlaues Kind, da steht unser Name. Ja, das ist gar nicht so gut. Einfach dem Hasenkadaver beigeben, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Verwesungsprozess kein Problem. PS, wenn man ihnen etwas Schminke auflegt, sehen sie lebendiger aus. What? Okay. Okay. Das ist... Warum sollte ich... Also... Hasenkadaver schminken, warum? Okay, cool. Ey, das ist doch wieder. Das wird nicht gut gehen, Freunde. Das geht. Ehrlich gesagt, wie wär's mit wegrennen? Einfach so eine Idee? Dass wir uns verdünnisieren? Aber sie rennt nicht. Warum können wir denn nicht rennen? Okay. Kann sich jemand damit transportieren über die Blutdinger? Also... Weiß ich nicht, kann da jetzt jemand spawnen? Oder... Ja, Karte aufrufen. Wie? Okay, wir kommen nicht zurück. Ja, doch, komm. Ja, aber warum ist denn jetzt hier überall dieses Blut? I don't get it. Was war das? Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich diese Person da aus dem Käfig holen sollten. Aber wir machen's. Weil, wir können's. Entriegelt. Yay. Ma'am? Was ist das? Ah! Nein! Weiter. Aber zu gefährlich hier. What is happening? Warum ist denn jetzt, warum haben wir eine Zwillingsschwester oder was? Also ich meine, sie hat uns geholfen. Warte! Cool. Aber oder ist es jetzt einfach unsere Einbildung oder
Was macht... Wo geht's hin? Wo? Was? Wie? Okay. Ja, dann... Ja, okay. Cool. Also, ja, wir helfen dir. Damit wir da unten weiter durchkriechen können. Ja. Hey, warte! Wo willst du hin? Also, vielleicht sollen wir hinterher? Ich wollte schon immer mal hier so durchkrabbeln. Vor allen Dingen, wenn wir vorher in einem Labor waren und sie sich immer noch nicht drüber wundert, dass wir hier nicht in einem Labor sind mehr, sondern in irgendwelchen Katakomben. Nochmal, Rose? Wie oft sind wir denn vertreten? Da ist auch nochmal Rose. Warum? Noch mehr, die, wie ich aussehen. Weißt du, was hier vor sich geht? Na, wahrscheinlich nee. Also wäre jetzt meine Vermutung, dass sie es genauso wenig weiß wie wir. Weil, wer weiß das schon so genau? Okay, muss schnell diesen Hebel finden, gehe tiefer rein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, was können wir hier? Wow. Okay, wir können hier Hide-and-Seek-mäßig durchrennen. Und sollen jetzt hier einen Hebel finden. Okay. Weil es ja auch gar nicht creepy. Überhaupt nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, cool. Na, super, super, super. Ich würde, wie gesagt, immer noch gerne sprinten. Freunde, sprinten. Gäbe es diese Option bald demnächst möglich. Da hört er sich nicht so gut an. Ich weiß nicht. So, jetzt liegen hier noch weitere Rose. Aber sehr viele Roses. Ei, ei, ei. Okay, und hier gibt's den... Wow, 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 fuck you, Alter. Okay, ich... War das etwa? Also, oh Gott. Was ist... Warum? Warum? Einfach nur... Warum? Entriegelt. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Und den Hebel... nutzen. Ja. Was passiert hier? Oh Gott! Also der saugt uns anscheinend irgendwie aus. I don't know. Ich habe auch keine Waffe, kein Nichts. Kann ich die nicht erschießen? Okay. So viel dazu. Okay, aber wir können uns auf jeden Fall verteidigen damit. Das ist schon mal gut zu wissen. Nein, lass mich doch in Ruhe! Lass mich! Nein! Nein! Come on, come on! Lass mich raus! Scheiße! Nein, 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 nein! Das ist mir egal! I am away! Ich kann aber auch nur wegrennen, also... What can I do? Ja, und jetzt? Könnte ich die jetzt irgendwie kaputt machen? Gibt's da eine Möglichkeit? Nein! Bleib weg! Komm schon! Mach was! Keine Ahnung, irgendwas! Okay. Das war was anderes, aber... Gut. Lass es... Nein, 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 nein.
geht weg. This way, okay, wir haben einen Helfer. Also, der zeigt uns die Richtung an. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Immer weiter, immer weiter. Werden wir jetzt nicht weiter verfolgt oder haben wir die jetzt abgehängt oder was ist los? Okay. Wo sind wir denn jetzt? In welchem Haus? Ey, sag mir nicht, dass wir bei Lady Dimitrescu sind hier. Das sieht verdächtig danach aus. Verdammt. Shit. Das sieht nicht so tutti-frutti aus. Okay. Ja, also bis jetzt. Was bist du? Kein Feind. Gut zu wissen. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Meinst du, er kann dir jetzt die komplette Erklärung geben? Verschwinde sofort. Lief nach Hause. Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Ja, das wüssten wir alle gerne. Go while you can. Geh so lange du kannst. Okay. Nicht bevor ich das losgeworden bin. Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Zu gefährlich. Ja. Wer bist du? Mein Schutzengel? Vielleicht. Okay. Wieso? Also, wenn du willst. Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Ethan? Michael. Okay. Cool. Michael. Michael? Und jetzt? Ja, das ist die Question. Gefährlich hier. Geh weiter. Okay, dann gehen wir Umgebung erkunden. Na dann, wunderbar. Gut, okay, wir müssen jetzt hier uns umsehen. Auf jeden Fall mal da vorne den Speicherpoint. Ist schon mal gut zu wissen. Wir werden doch erstmal speichern, glaube ich. Ja, speichern wir. Sehr nice, sehr nice. Und wir sollen ja schnellstens leaven. Also, ne, verschwinden. Aber wo sind wir? Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ihr mich mit einer solchen wichtigen Aufgabe betraut. Ich kann vermelden, dass die flüssige Leere, die ihr mir habt zukommen lassen, einige prächtige Eigenschaften aufweist. Am nützlichsten hat sie sich bisher meinen Hunden bei der Jagd erwiesen, wo sie ihnen zur Verfolgung unserer Beute behilflich ist. Sie wirkt außerdem Wunder in der Verlangsamung und der Gefangennahme der Häschen. Einige waren gar dumm genug, in die Flüssigkeit zu treten und völlig von ihr verschlungen zu werden. Dies in meinen Händen bin ich sicher, dass ich eure Erwartungen erfüllen und die Ergebnisse erzielen kann, die ihr euch so erhofft. Was denn für Ergebnisse? Also, what is the plan? Do you know? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir hier raus. Okay. Hier draußen scheinen zumindest erstmal erste Hilfe zu sein. Das finde ich gut. Gut, 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 gut. Benutzen. Okay. Und warum gibt es von uns so leid? 20.000 Kopien? Wer bist du? Was war das? Ich bin wirklich in dem Schloss von dieser Dimitrescu. Ist das der... wie ist er denn? Und wieder eins geschnappt. What?
Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte dir ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Was machen die denn? Was ist denn? Warum? Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Niemanden. Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Was? Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Warum? Ich dachte, er wäre mal der Gute. Was ist denn mit ihm? Ich hab immer gedacht, dass der Typ eigentlich easy wäre. Oh nein, er ist ein... Okay. Er ist auf jeden Fall nicht easy. Von der anderen Seite verschlossen, ist ja wunderbar. Nein, nein, nein. Lass mich doch mal los! Ich muss doch hier wahrscheinlich nur zur Tür. Hoffentlich. Und ein Glück. Ein hier raus? Ja, mal gucken, ob wir hier wirklich rauskommen. Ja, nee, siehst du. Ja, I don't know. Hier durchrennen? Was ist das denn? Irgendwas zieht mich runter. Ja, denn, keine Ahnung. Raus hier, schnell! Hau! Ich glaube, wir sind gestorben. Sie sind verloren. Okay, cool. Neu starten. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie, wo, also... Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Also, ja klar, wir müssen den Weg hier lang rennen, ne? Haben wir safe. Let's... Also, da bin ich mal ziemlich sicher. Aber wie geht's denn da hinten weiter? Wenn wir dann einmal durch sind, weil das Tor schließt sich ja und... Lass mich durch, ist mir egal. Lass mich durch, ist mir egal. Weil ein hier Glück. Komm ich nicht hin. Was jetzt? Wieder zurück? I don't know. Ach jo, ja, hier, in Gefahr, ja. Brauchst? Weapon. Ja, Waffe. Zum Beispiel eine Pistole. Würde ich feiern. Echt jetzt? Gib mir eine. Woher denn bitte? Kannst du mir eine zaubern? Berühre meine Worte. Ja, sofort. Was? Etwa so? Ja, nice. Habe ich unendlich Munition? Ich hoffe. Zielen und schießen. Na dann. Also, dass du ziemlich langsam schießt. Ich hab nur 4 Schuss. Wollt ihr mich veräppeln? Warum habe ich denn nur 4 Schuss? Was bist du? Ihr wusstet nicht. Schade. Muss ich hier irgendwie vielleicht noch was aufschieben? Leider nein, leider gar nicht. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Alter. Sie sind weg. Aber hier ist doch der Kristall. Können wir den nicht einfach jetzt nehmen? Das muss der Kristall sein. Ein großer Kristall, der zart blau leuchtet. Zart blau. Bronze, Silber, Gold, der Masken 3. Bringen Sie zu uns. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Ach, oh, das wird ja wieder... ja, das könnte ja ein Spaß werden. Ey, wir sind wirklich hier in diesem Anwesen. Es ist... Okay, okay. Was ist das? Okay, brauche ich einen Schlüssel. Präsentiere jeden, der die Wahrheit... Okay. Also, wir haben aber auch nur... Okay, Pistolenmunition, ich wollte gerade sagen, wir haben aber auch nur 4 Schuss, oder nee, 7 Schuss. Jetzt mittlerweile 10.
Oh, und wir werden gejagt. Von diesen Viechern. Zum Maul. Also die stecken aber schon einiges ein, also... Es ist nicht ganz so einfach, die kaputt zu kriegen. Also, ist halt nicht so ganz so einfach. Also, die fressen ordentlich. Okay. Bolzenschneider. Das ist gut. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber... Das ist natürlich gut. Was können wir jetzt mit dem Bolzenschneider machen? Weil... Das, was ich da vorne gesehen habe, bedient ja oder benötigt ja einen Schlüssel. Kein Bolzenschneider. What is happening over here? Okay. Was ist denn hier? Should help. Sollte helfen. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Ja, das wäre cool. Kann ich nicht. Was? Warum nicht? Also, bin ich quasi allein? Warum kannst du mir nicht helfen? Pistolenmunition und Co. kannst du mir liefern, aber... Also andere nicht? Ah, jetzt weiß ich, warum ich den Bolzenschneider brauche. Verstehe. Und zipp!